Neuen Video. Und im heutigen Video soll es mal ja so eine Art Food Diary geben. Heißt, ich möchte euch einfach zeigen, wie ich meine 3600 Kalorien, die ich denn am Tag zu mir nehmen möchte, einigermaßen clean, beziehungsweise was ist schon clean, einigermaßen nährstoffreich decken kann. Dafür habe ich mir jetzt gerade schon diese Brötchen gemacht und teste die gerade mit den verschiedenen Smacktastic Creams. Luisa hat gerade auch schon probiert, aber die bleibt lieber bei Over. Wie heißt der Scheiß denn jetzt? Die bleibt lieber bei Ovo Maltine. Ovo Maltine bleibt sie lieber. So, da bleibt sie lieber. Dann werde ich heute natürlich auch noch trainieren gehen. Heute steht Unterkörper an. Ich werde ordentlich Kniebeugen machen. Ich möchte 5x570 Kilo machen. Ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. Denn ich habe heute Morgen einfach mal auf die Waage geguckt und festgestellt, Kai wiegt jetzt nur noch 98,5 Kilo. Alles klar, Ziel schon wieder fast erreicht. Kai wollte zudem, wiegt schon wieder 2 Kilo weniger als vorm Arbeiten. Läuft bei mir. Dann wird es natürlich auch noch ein kleines Gewinnspiel geben, denn ich habe hier diverse Produkte von Rocker bekommen. Heißt, 6 verschiedene Pancake-Sorten und die kann ich einfach nicht alleine aufbrauchen. Deshalb werde ich, glaube ich, 3 oder 4 oder so an euch verschenken. Wird aber auch noch in dem Video kommen. Und ja, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen frühstücken und dann natürlich entspannen. Was man so macht an einem freien Tag. Hast du dir den Finger geschnitten? Nee, ich habe mir das auf den Finger draufgehauen, den 2 Kilo Kürbis. Du machst das sehr gut. Halt jetzt deine Schnauze. Das ist zu viel, nicht so viel abschneiden. Du darfst nicht so viel abschneiden. Ja, das musst du erstmal hinbekommen hier so. Ja, dann streng dich an. Das ist anstrengender als Training, ne? Vielleicht, wenn ich so trainieren würde wie du. Boah, bist du Wir haben uns dazu entschieden, dass wir unsere Eltern heute Abend zum Essen kurz einladen, weil ja, heute ist Feiertag und da wird es einfach mal Zeit, dass man so ein bisschen wieder die Familie zusammenbringt. Deshalb werden wir oder machen wir gerade eine Kürbissuppe. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie selber einen Kürbis oder so geschnitten. Deshalb wurde es einfach mal Zeit, dass man das auch mal macht. Eine Kürbissuppe wird am Start sein. Wir werden auch noch selber Flammkuchen machen, aber bevor diese Köstlichkeiten dann endlich vernascht werden können, wird es natürlich jetzt erstmal ins Training gehen. Mein Ziel fürs heutige Training, und jetzt möchte ich nicht gerade übertreiben, weil ich bin ja im Moment auch echt leicht mit meinen 98 Kilo, sind 170 Kilo Kniebeugen. 5x5. Leck mich doch am Zückerli, das wäre ultra krass. Deshalb hole ich mir jetzt den ultra krassen Booster rein, hau mir so viel Koffein rein, dass ich einfach noch wie ein aufgedrehtes Eichhörnchen im Fitnessstudio durch die Gegend springe und dann werden diese 170 Kilo verdammt nochmal gebeugt.
Dritter Satz, 170 Kilo Kniebeugen sind geschafft, noch zwei Sätze. Läuft extrem gut, ich heute vergleichsweise ziemlich lange warm gemacht. War 10 Minuten auf dem Crosstrainer, danach noch ordentlich Mobility-Training quasi gemacht. Das heißt Mobility-Training, ich habe einfach diesen Bewegungsablauf, sag ich mal, optimiert. Habe davor dann auch noch zwei Sätze mit recht wenig Gewicht gemacht, einfach um weiter diesen Bewegungsablauf komplett zu 100% drin zu haben. Und dann 170 Kilo aufgelegt, drei Sätze sind geschafft. Zwei Sätze müssen noch gemacht werden. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Von der Technik, Ausführung her, glaube ich, dass es auf jeden Fall läuft. Es gibt immer Feinheiten, die man in irgendeiner Weise verbessern kann. Zum Beispiel, dass ich den Ellbogen zum Beispiel weiter unter die Stange bringe. Das sind so Feinheiten, weißt du? Man kann es auch übertreiben so. Und das sind keine groben Schnitzer, sag ich mal, die irgendwie sich so dermaßen, sag ich mal, auf meine Grundstabilität auswirken, dass ich da mir irgendwie das Kreuz kaputt hau durch oder so. So, letzten zwei Sätze. Jetzt noch 5-3-1 Kreuzheben, danach noch ein bisschen rumpumpen, heißt Beinstrecker, Beinbeuger und dann noch ein paar ein bisschen für die Waden und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Ja, relativ volumenarme Trainingseinheit, aber von der Intensität natürlich wieder echt weit oben. Auf jeden Fall eine richtig geile Trainingseinheit bisher. Sollen wir mal gucken, dass wir das 5-3-1 beenden und eine Wiederholung mit 230 Kilo machen. Training ist durch und es war eine extrem gute Trainingseinheit, muss ich sagen. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal so ein bisschen den Schlaubi-Schlumpf raushängen lassen und euch einfach so einen Tipp, sag ich mal, geben, der extrem wichtig ist, wenn es darum geht, dass ihr kontinuierlich eure Kraftwerte, eure Stärke verbessert. Zum einen ist es, dass ihr auf jeden Fall in euer Training Struktur reinbringen müsst. Das fängt an beim Trainingsplan und das geht darüber, dass ihr ein Trainingstagebuch führt oder, wenn ihr es euch halt alles merken könnt, dass ihr die Werte im Kopf habt, mit denen ihr auch trainieren wollt. Das ist extrem wichtig. Weil sonst fangt ihr immer wieder von vorne an und tretet die ganze Zeit auf derselben Stelle, weil ihr vergesst, mit welchen Gewichten ihr eigentlich trainiert. Der nächste Tipp, der mir halt auch immer wieder auffällt, ist, zum Beispiel gerade beim Oberkörpertraining, das ist so das beste Beispiel. Wenn ihr euch einen Plan macht, wenn ihr in die Trainingseinheit reingeht und sagt, heute möchte ich das und das Gewicht bewegen, die und die Übung möchte ich machen, dann haltet auch daran fest. Bei mir ist es zum Beispiel ganz häufig so, gerade wenn man 2, 3, vielleicht auch mal 4 Minuten Pause macht, dann ist das schon eine extrem lange Zeit, die normalerweise eigentlich dafür genutzt werden sollte, dass man regeneriert. Aber für viele ist es nun mal so, ja, Alter, 3, 4 Minuten, was mache ich jetzt hier? So, und dann ist natürlich, dann schaut man sich so um. Oh, guck mal, da liegt eine SZ-Stange. Kann ich noch ein paar Bizeps-Curls raushauen, SZ-Curls raushauen. Dann haut man, was weiß ich, 20 SZ-Curls raus und will dann wieder bei 5x5 Schulterdrücken weitermachen, sag ich mal. Ja, da sagt man sich vielleicht, ja, aber Bizeps, da hat doch nichts jetzt damit zu tun, dass ich hier Schulterdrücken mache. Aber das wirkt sich trotz alledem natürlich auf eure Regeneration aus und ihr werdet natürlich da Einbußen in eurem 5x5-Training haben, was ihr gerade beim Schulterdrücken ableistet. Also an dieser Stelle einfach der Tipp, konzentriert euch aufs Training, geht strukturiert vor und nur weil ihr gerade Bock habt, richtig krass zu pumpen oder so, werft nicht auf einmal eure Pläne über den Haufen, sondern macht dann zum Beispiel einfach mal eine Trainingseinheit, wo ihr nicht 5x5 trainiert, sondern wo ihr dann so eine richtige Pump-Trainingseinheit raushaut. Jetzt geht's nach Hause, kochen, essen. Ich hab Hunger. Ja, grüß dich. Ja, hallo. Ja, hallo. Mein Mäuschen. Ja. Ja.
er lebt den Shake-Lifestyle. Ihr werdet jetzt sagen, Kai, lebst du eigentlich nur vom Proteinpulver? Hast du gar keine anderen Proteinquellen? Ja, heute wirkt es mal wieder so, aber nach dem Training den Shake wollte ich mir gönnen, weil in der Kürbissuppe und in dem Flammkuchen, mit dem wir jetzt machen, ist natürlich der Proteinanteil jetzt nicht so mega krass hoch. Deshalb jetzt erstmal einen kleinen Shake, aber später wird es noch eine andere Proteinquelle geben, nämlich meinen guten Nachtquark. Kurz duschen und dann es endlich lecker essen. Ganz schnelle Sache, einfach nur ein bisschen Mehl, Öl, Wasser und das war's schon. Kurz ausgerollt, darauf kommt jetzt ein bisschen Creme Fraiche. Da gibt es natürlich auch die Light-Variante, wenn man da nicht unbedingt die Kalorien so krass sprengen will. Creme Fraiche kommt drauf, dann werden wir da natürlich ein bisschen Schinken drauf machen. Noch ein paar Zwiebeln, noch ein paar Lauchzwiebeln und dann reicht das eigentlich auch schon. Kommt jetzt in den Ofen, hier unsere Kürbissuppe, war auch eine ganz, ganz schnelle Nummer eigentlich, klar, das Zubereiten, das dauert vielleicht ein bisschen länger, wenn man dann den Kürbis schälen muss. Heißt, wir hatten einfach den Kürbis, wir hatten ein paar Kartoffeln, wir hatten zwei Möhren. Dann haben wir jetzt gerade, dann haben wir die ganze Sache eingekocht, püriert, haben gerade dann noch ein bisschen gewürzt, heißt ein bisschen Gemüsebrühe haben wir reingemacht. Dann haben wir Salz, Pfeffer reingemacht. Jetzt bringt meine Mama gleich noch Muskat mit, weil das haben wir nicht. Muskat kommt auch noch rein und dann ist die ganze Sache schon fertig. Ist vielleicht nicht das krass fitnessorientierte Essen. Nicht das krass fitnessorientierte Essen, heißt, der Proteingehalt wird vielleicht nicht so maximal hoch sein, aber ich sag mal, von den Nährwerten bzw. von den Nährstoffen, die da drin sind, kann das doch eigentlich nicht mehr viel toppen. Gerade Kürbis, Möhren, Kartoffeln ist doch tipptopp. Healthy Lifestyle at its finest. Die Verwandtschaft ist weg, das Essen war sehr, sehr lecker, aber mir fehlt natürlich noch ordentlich an Protein. Also ich glaube, ich sollte noch so 60, 70, 80 Gramm Eiweiß eigentlich zu mir nehmen. Normalerweise bin ich ja so der Typ, der sich ja abends immer den Quark dann reinknallt mit irgendwelchen Cheats und so drin, aber ihr werdet es glauben oder nicht, ich bin in letzter Zeit so ein bisschen davon weggekommen, weil ich, ja, mit Smacktastic und so, da schmeckt Quark wirklich wie Joghurt. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr im Moment auf Quark und deshalb überlege ich mir jetzt auch, ein paar Pancakes zu machen. Ich muss das jetzt mal so ein bisschen überlegen, weil Pancakes ist eigentlich nicht großartig aufwendig. Ein bisschen im Shaker schütteln, dann in eine Pfanne und dann ist das auch fertig. Oder ob ich mir dann doch einen geilen Quark mache. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ihr habt nämlich auch unter das letzte Video geschrieben, ja, du willst deine Kraftwerte erhöhen, aber du gehst eigentlich nur auf Ziele in Bezug auf das Körpergewicht ein. Und ja, ich habe natürlich auch Zielvorstellungen, wenn es um die Kraftwerte geht. Ich habe ja, mich sehr, sehr viel auch, was Krafttraining betrifft, sage ich mal, so belesen. Und es gibt so eine Tabelle, sage ich mal, in der man ziemlich gut einteilen kann, in welchem Bereich man sich von seinem Erfahrungsbereich bzw. von seinen Kraftwerten befindet. Und da sagt man, dass man sich ungefähr bei Bankdrücken, wenn man das 1,5-fache seines Körpergewichts drückt, bewegt man sich in einem fortgeschrittenen Bereich. Wenn man das 2,7-fache seines Körpergewichts im Kreuzheben bewegt, ist man im fortgeschrittenen Bereich. Und das 2,0-fache bei Kniebeugen, dann ist man im fortgeschrittenen Bereich. Beim Bankdrücken und bei den Kniebeugen habe ich schon hinbekommen, nur halt die, beim Kreuzheben ist natürlich... Ja, da bin ich mit meinen 230 Kilo bzw. 235 Kilo bin ich immer noch maximal am Arsch. Dementsprechend ist das auch meine ganz klare Schwachstelle, die ich versuche zu verbessern. Das ist auch, gerade was Powerlifting und so weiter angeht, ist eine absolute Körperkompositionssache. Ich bin ein mega großer Typ, ich habe mega lange Extremitäten, sag ich mal. Das ist auf keinen Fall die beste Voraussetzung, um der krasseste Powerlifter aller Zeiten zu werden. Aber ich will auf jeden Fall, und wenn es... Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich möchte auch irgendwann mal auf dieses 2,7-fache meines Körpergewichts im Kreuzheben kommen. Das wären 270 Kilo. Das ist eine extrem krasse Leistung. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es irgendwann. Jetzt mein primäres Ziel sind 250 Kilo im Kreuzheben bis zum Ende des Winters zu schaffen. Vielleicht, beziehungsweise bis Ende des Winters bedeutet dann so Januar, Februar. Ich will 170 Kilo beim Bankdrücken schaffen und ich möchte...
220 Kilo bei den Kniebeugen schaffen. Heißt, im 5x5 sollten es beim Bankdrücken so 140 bis 145 Kilo werden. Beim Kreuzheben sollten es im 5x5, ja, am liebsten wären mir so 200 Kilo im 5x5, wären schon eine ordentliche Leistung. Und dann noch bei den Kniebeugen wäre 5x5, bisher war der Plan 180 Kilo. Da bin ich eigentlich, glaube ich, schon relativ nah dran. Dementsprechend muss ich mal gucken, ob ich da das Ziel vielleicht noch nach oben korrigiere. Das einfach nur nochmal so eine kleine Info für euch, schon wieder mega viel Laberei, aber ich hoffe, ihr habt einfach Bock drauf, dass ich auch mal so ein bisschen vor der Kamera, sage ich mal, laber. Und ja, jetzt machen wir uns auf jeden Fall noch irgendwas Gute Nacht Proteinmäßiges. Okay, sind wir ehrlich, überragend sieht das jetzt nicht gerade aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Es bringt den letzten Rest Protein rein, den ich heute noch brauche. Ja, ich wollte heute auf jeden Fall ausgewogen essen, habe mich den ganzen Tag eigentlich oder hat meinen ganzen Proteinbedarf nur von Proteinpulver gedeckt. Super gute Sache. Ich würde sagen, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, ich verlose diese drei Dosen hier. Einmal Raspberry, einmal Chocolate und einmal Zimt und Zucker. Schreibt einfach in die Kommentare Proteinpulver Johnny, Hashtag Proteinpulver Johnny und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Ich werde den Gewinner dann in den nächsten 1-2 Tagen ziehen, werde einen Kommentar runterschreiben und euch dann das persönlich zuschicken. Ich würde sagen, ich gönne mir das jetzt. Vielleicht sollte ich einmal kurz probieren, ob das auch überhaupt schmeckt hier. Ehrliche Meinung, kann man essen. Also klar, wenn man sich selber Protein-Pancakes macht, zum Beispiel aus meinem Kochbuch, dann schmecken die natürlich ein bisschen besser. Aber man muss auch dazu sagen, das ist jetzt eine extrem krass kalorienreduzierte Variante. Heißt, du hast hier einfach mal 33 Gramm Eiweiß drin und es kommen nur 192 Kilokalorien bei einer Portion bei rum. Das ist natürlich mega gering und dementsprechend kann man jetzt auch nicht erwarten, dass das die besten Pancakes seines Lebens werden. Aber die schmecken auf jeden Fall schon ganz gut, dementsprechend kann ich die auch gut verlosen. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde mir das jetzt noch gönnen und wir sehen uns im nächsten Video. Leute, reinhauen!